Hi, Chris hier. Und heute geht's um vertrocknete Pflanzen. Genau für diesen Zweck wurden Plastikpflanzen erfunden. Heute geht's um die Blasen im Gel. Viel Spaß! So, das war das neue Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. YouTube hat mir das alte ein bisschen gesperrt, möchte ich mal sagen. War wohl Musik drin, die nicht mehr frei zugänglich ist. Heute möchte ich mal mit euch über Blasen reden. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Genau, eines der häufigsten Probleme sind die Bläschen im Gel. Wo sie herkommen, wie sie entstehen und wie man sie auch am besten wegbekommt, möchte ich heute mit euch mal ein bisschen durchgehen, da einige von euch es mir natürlich auch geschrieben haben bei Instagram und immer wieder das Problem auftritt. Ich habe zwar schon mal in der Vergangenheit ein bisschen drüber geredet und euch ein paar Tipps an die Hand gegeben, aber heute möchte ich das alles nochmal zusammenfügen in einem kompletten Video und ich hoffe, es hilft euch dabei. Bevor wir loslegen, natürlich wieder Scheren teilen, liken, abonnieren, das Übliche, ihr kennt es schon. Glöckchen anklicken, was euch sonst noch so einfällt, um diesen Kanal zu supporten. So, los geht's. So, fangen wir doch mal bei der Wurzel des Problems an. Sagt man das so? Ja, packen wir das Problem bei der Wurzel, genau. Und zwar das Aufbaugel. Andere Gele sind dünnflüssiger und dadurch passiert es nicht so leicht, dass ihr Blasen in das Gel reinbekommt. Und die dünnflüssigen Gele tragt ihr auch dünn auf und dadurch entstehen halt keine Blasen. Das Problem ist meistens bei dem Aufbaugel. Und zwar ist das Aufbaugel dickflüssiger und wenn ihr da Blasen reinbekommt oder Blasen einarbeitet, möchte ich es mal nennen, habt ihr natürlich auch das Problem, dass die sehr lange brauchen, um wieder aus dem Gel rauszukommen von alleine. So, wie können wir das Problem vermeiden? Fangen wir doch mal bei Tipp Nummer 1 an. Und zwar neue Pinsel. Ich habe jetzt hier noch einen aus meinem China Starter-Set. Und zwar ist das Problem, wenn ihr neue Pinsel habt, sind die meistens sehr trocken. Vor allem, wenn ihr günstige habt oder so, sind die meistens trocken, ein bisschen ausgefranst vielleicht. Wie auch immer. Und das führt dazu, wenn ihr mit diesem Pinsel Gel aus dem Tiegel rausnehmt, habt ihr direkt beim Rausnehmen, ich hoffe, man sieht es ein bisschen, habt ihr schon Lufteinschlüsse im Pinsel drin, im Gel drin. So, und wie ihr das vermeidet, ist ganz einfach. Taucht den Pinsel einmal kurz in euer Gel ein. So. Und dann einfach mit einer trockenen Silette das Ganze abstreifen. Und schon ist der Pinsel nicht mehr fluffig, fusselig. Fusselig ist eigentlich auch das falsche Wort. Haarig, möchte ich es mal sagen. Sondern alle Härchen pappen aneinander. Und so habt ihr nicht mehr das Problem, dass ihr so schnell Luft in das Gel reinbekommt. Ich würde an eurer Stelle auch den Pinsel, wenn es wirklich nur Aufbaugel ist, nicht reinigen. Es gibt ja Pinsel, die könnt ihr verschließen. Organisiert euch so ein. Da kommt dann keine Luft dran, kein Licht dran und die Pinsel werden nicht hart. Und ihr habt immer einen vernünftigen Pinsel, den ihr direkt nehmen könnt, um Aufbaugel aufzutragen. Genau, die werden dann auch nicht so schnell fusselig, denn die Gefahr ist natürlich, wenn ihr den Pinsel reinigt, dass ihr irgendwelche Härchen verbiegt oder wie auch immer. Und daher würde ich bei klaren Gelen den Pinsel nicht reinigen, sondern immer schön verschließen und beiseite legen. So, kommen wir zum zweiten Tipp und zwar ist es das hektische Arbeiten. Die meisten Anfänger haben das Problem, dass sie hektisch im Aufbaugel hin und her rühren, um wirklich schnell das Ganze auf den Nagel zu kriegen. Das ist ein Fehler. Oh mein Gott, das geht mir auf den Nagel. Noch mehr. Oh Gott. Das ist dann so ungefähr, als wenn ihr, wie beschreibe ich es am besten?
Schlagsahne aufschäumt. Umso mehr ihr in der Schlagsahne drin rumrührt, kriegt ihr natürlich auch Bläschen rein und das Ganze fängt an zu schäumen. Macht das bitte nicht, wirklich ganz ruhig das Gel aus dem Aufbaugel rausnehmen. Also nehmt euch einen richtig schönen Tropfen, einmal eintauchen, rausziehen, einmal das Gel schön abdrehen und schon habt ihr genug Aufbaugel, um das Ganze auf den Nagel zu kriegen. Und es sind keine Bläschen drin. So, jetzt haben wir hier richtig schöne Bläschen eingearbeitet und wie ihr die am besten rausbekommt, sage ich euch jetzt. Wie bekommen wir jetzt die Bläschen aus dem Gel raus? So, entweder ihr wartet. Das Ganze dauert wahrscheinlich einen Tag, bis das Ganze raus ist. Daher ist das meistens keine wirkliche Option. Wenn ihr wirklich Probleme damit habt, schafft euch zwei Aufbaugele an, damit ihr das so ein bisschen umschiffen könnt. Wie die Blasen aber schneller rauskommen, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das Gel an einen etwas wärmeren Ort zu stellen. Ich meine jetzt nicht in den Ofen bei 220 Grad, sondern eher in die Nähe einer Heizung, die so ja, auf Stufe 3 aufgedreht ist oder so. Dadurch wird das Gel etwas flüssiger und die Blasen steigen schneller an die Oberfläche. Dadurch könnt ihr wahrscheinlich umso die Hälfte schneller die Blasen wieder rauskriegen aus dem Gel. Aber wichtig vor Benutzung das Ganze wieder kühl stellen, damit das Gel wieder eine vernünftige Viskosität erreicht. Und ja, genau. Dabei auch den Deckel etwas offen lassen. So leicht angekippt, würde ich jetzt mal sagen, damit natürlich keine Bläschen reinkommen. So leicht schräg angekippt, sodass die Luft besser austreten kann aus dem Ganzen. Wenn ihr den Deckel richtig fest draufgeschraubt habt, ist meine Erfahrung, dass die Blasen nicht so schnell wieder rauskommen. Ne? Also den Deckel leicht angekippt und das Ganze geht dann auch etwas schneller. So, wenn ihr es nun geschafft habt, dass die Blasen oben an der Oberfläche angekommen sind, könnt ihr sie natürlich ganz klassisch aufstechen. Einfach mit dem Pinsel leicht drüber gehen und fertig. So, bei Blasen, die ganz tief im Gel sind, habt ihr natürlich das Problem, dass ihr die mit auch auf den Nagel euch auftragt, draufbringt, draufschmiert, wie auch immer. Ihr solltet tunlichst vermeiden, das dann auf den Nagel aufzutragen, denn damit tragt ihr auch die Bläschen auf den Nagel auf und habt dann ein Riesenproblem am Ende. Deswegen lasst das lieber eine Weile stehen, bis die Bläschen wirklich raus sind. So, aber was ist, wenn ihr jetzt Bläschen im Gel auf dem Nagel habt? So, worst case. Erstmal solltet ihr darauf achten, dass ihr genauso wie ihr das Gel aus dem Tiegel rausnehmt, also schön langsam, vorsichtig, mit einem Ruck, solltet ihr das Ganze natürlich auch nicht auf dem Nagel hektisch auftragen, drauf herumtupfen, wie auch immer. Habt ihr vorne an der Spitze hier zum Beispiel einen Haufen, ich hoffe man sieht, einen Haufen Bläschen drin. Und das ist natürlich extrem schwierig, die wieder rauszukriegen. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt den Nagel einfach nur farbig einmal überlackieren wollt, also Full Cover, ist das Ganze nicht so tragisch. Aber wenn ihr einen French macht oder eine klare Versiegelung einfach nur drauf haben wollt oder irgendwie einen transparenten Nagel machen wollt, dann ist das natürlich ein No-Go. So, aber jetzt habt ihr das ganze Gel hier aufgetragen und euch fällt auf, oh mein Gott, hier sind überall Bläschen drin. Das ist natürlich jetzt auch nicht schön, aber selten. So, ihr habt jetzt hier überall Bläschen drin. Und was könnt ihr tun? Wenn die Bläschen an der Oberfläche sind, wie das hier, könnt ihr sie natürlich auch wieder aufstechen, leicht eindrücken und dann rausziehen. Wenn die Bläschen aber tiefer sind, dann hilft entweder nur das komplette Gel abnehmen oder, wie ich es immer gerne gemacht habe, ihr könnt die Bläschen so leicht nach vorne zur Spitze rausdrehen mit
kreisenden Bewegungen und dann zur Spitze hin abziehen. Jetzt habt ihr schon mal einen Großteil der Bläschen im Pinsel drin und könnt die dann natürlich entweder in der Zellette wegschmeißen oder halt wieder ins Gel reinmachen. Dann habt ihr die aber auch im Gel drin, deswegen lieber mit einer Zellette abstreifen. Genau. Ihr solltet versuchen, das Ganze möglichst ruhig auf den Nagel aufzutragen, wie ich schon gesagt habe. Eintropfen und dann wirklich langsam und ruhig verteilen. Ich erkläre das Ganze nochmal genau in meinem Aufbaugel-Video. Also wer es noch nicht gesehen hat, da mal reinschauen. Da wird nochmal alles genau erklärt, wie man Aufbaugel vernünftig und ruhig aufträgt. Aber was ist jetzt, wenn ihr merkt, oh mein Gott, ich habe ein Bläschen übersehen und das Gel ist schon ausgehärtet? Das ist natürlich richtig. Wenn ihr einen Fullcover macht, wie gerade schon gesagt, ist es nicht so tragisch, wenn da Bläschen an der Oberfläche sind, könnt ihr die ganz einfach ein bisschen auffeilen und dann mit einer klaren Versiegelung drüber gehen. Dadurch füllen sich die Poren wieder und ihr könnt euer Fullcover drüber malen. Alles, was tiefer drin ist, alle kleinen Bläschen, die tiefer drin sind, sind jetzt natürlich drin. Könnt ihr nichts mehr machen. Beim Fullcover seht ihr es nicht mehr. Bei French und klaren Nägeln ist es natürlich richtig. Also wenn ihr es wirklich perfekt haben wollt, müsstet ihr das Ganze wieder einmal komplett abfräsen, abfeilen und neu auftragen. So, einmal kurz aufgeräumt und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und zwar, wie ihr am besten verhindert, dass euch das Gel ausläuft. Erstmal schön gerade lagern, ganz wichtig. Nicht irgendwie umkippen, auf den Kopf stellen, wie auch immer, was natürlich auch irgendwo logisch ist. So, und dann kommen wir zum Pro-Tipp Nummer 1, den mir natürlich, den mir eine Zuschauerin des Kanals gesagt hat. Und zwar einfach, wenn ihr hier so eine Versiegelung habt, in der Mitte das Ganze einmal so ein bisschen ausschneiden und euch läuft das Gel an den Seiten nicht mehr raus. Das fragen mich sehr viele immer wieder, wie man das vermeiden kann, dass das Gel ausläuft, weil das tut es von alleine, komischerweise. Und genau, zudem das Gel kühl lagern. Dadurch ist es auch wieder dickflüssiger, wie wir gerade schon erfahren haben. Und dadurch kann es natürlich auch wieder nicht so schnell auslaufen. Jo. Wenn euch das Gel dann trotzdem irgendwie ausgelaufen ist, ihr habt es aus Versehen umgekippt oder so, das Ganze einfach mit Cleaner vorsichtig reinigen, den Tiegel von außen natürlich nur. Versuchen, dass kein Cleaner in das Gel kommt, ganz wichtig. Ja, und dann habt ihr auch wieder einen sauberen Tiegel. Das Problem ist, wenn das Gel einmal ausgelaufen ist, dann wird es euch immer wieder auslaufen. Das zieht sich dann an den Seiten raus. Da gibt es leider nicht wirklich eine Lösung. Ja, wie gesagt, schneidet euch das Ganze in der Mitte so ein bisschen auf, wenn ihr so eine Versiegelung habt. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das soll es dann jetzt auch schon gewesen sein mit diesem kleinen, feinen, kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir hier heute keine großen Designs gemacht haben. Aber ich finde, das Thema ist sehr wichtig und Anfänger haben da immer wieder Probleme mit. In meinen Schulungen habe ich es immer wieder gesehen, dass viele aufgeregt und hektisch im Gel rumstochern. Also diesen Tipp wirklich beherzigen und das Ganze ruhig angehen. Franzi ist momentan natürlich leider nicht am Start. Sie passt fleißig auf unsere kleine Tochter auf. Das hat natürlich auch Prio Nummer 1 vor dem Nägelmachen. Franzi kaut momentan mehr drauf rum, als sie zu pflegen. So ist es halt. Sobald sie wieder hier am Start ist, werden wir wieder an ihren Nägeln euch Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr eure Nägel, euren Workflow, eure Designs verbessern könnt. Und ja, da freue ich mich schon wieder sehr drauf, wenn es wieder losgeht. Und ich würde jetzt sagen, das Video kommt jetzt zum Ende so langsam. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Bis dahin, euer Chris.